Hallo, meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Minecraft einfach so an diesem wunderschönen Montagnachmittag. Beziehungsweise Montag im Vormittag haben wir eigentlich noch. Nachmittag bin, glaube ich, erst ab 15 Uhr oder so. Und wir werden heute ein bisschen, aber nur wirklich ein bisschen, denn die heutige Folge wird ein wenig kürzer als normal, ein bisschen nach unten gehen und farmen, ein bisschen Strip-Mining betreiben und schauen, ob wir da noch ein bisschen was finden, denn nach draußen gehen wir heute nicht. So, und ich muss auch gerade ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht nach draußen schaue, denn da draußen gibt es eine Überraschung für euch. Aber nicht jetzt, sondern erst später, allerdings auch noch heute. Also von dem her, ihr müsst nicht allzu lange warten, ich habe ja gar kein Schwert. Ich habe nur ein Holzschwert. Okay. Ich denke, diesen Umstand sollten wir ändern. Vor allen Dingen, wenn wir runtergehen in die Höhle. So, dann nehmen wir das oder nehmen wir Eisen? Ich weiß nicht. Aber nehmen wir Stein. Ist ja wurscht. Und ich brauche unbedingt eine Kiste, wo ich manchmal einfach alles so reinschmeißen kann, wie ich darauf Bock habe. Jetzt habe ich schon wieder einen Screenshot gemacht hier. Heieiei. Ich screenshotte immer so viel. So, ich werfe jetzt einfach mal alles hier mit rein, weil wir runtergehen und ein paar Sachen farmen. Gut, Redstone, ach, machen wir einfach dazu, ist ja wurscht. Ein Redstone noch dahin. Silber, boah, wenn ich wüsste, wo ich immer das Zeug hin tue, Leute. Mensch, wieso merke ich mir das nie? Da müssen wir wieder dahin gehen. Was ist denn da drin? Dann tun wir hier mal das Holz mit rein. Da brauchen wir, ah doch, wir nehmen mal ein bisschen was mit für ein Stückchen. Okay, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach runter, weil die 5 Minuten kriegen wir auch so rum. Nee, ich wollte mir ja noch ein Schwert basteln. Sag mal, jetzt habe ich das vor 2 Minuten besprochen und schon wieder vergessen. Das ist unmöglich, ehrlich. Und Fackeln habe ich 4 Stück. Das reicht ja wahnsinnig lang. Kohle. Also ich glaube, wenn ich so weitermache, brauchen wir heute nicht mehr runtergehen hier. Ich kann keine... Dann gehen wir jetzt einfach Kohle sammeln. 4 Fackeln haben wir ja noch. Ein bisschen hell ist ja da unten auch. Wir haben ja schon etwas gemacht. So, jetzt fangen wir mal an, hier über Thales zu quatschen. Über das Thema heute, das wir gar nicht haben. Es gibt eigentlich, also kein festes Thema heute. Aber es gibt ein Thema, das ich euch sagen muss, weil sich bald etwas ändern wird. Und zwar, nee, Quatsch. Ich höre jetzt mal auf, hier rumzuheulen. Ich war vor kurzem, weil ich ein paar Probleme bemerkt habe in meinem normalen Alltagsleben, bei einem Augenoptiker. Und nachdem wir einen kleinen Augentest gemacht haben, der ziemlich lustig ausgefallen ist, weil ich irgendwie von 4 Reihen immer nur 2 lesen konnte, hat mir der Augenoptiker nahegelegt, ich solle mir eine Brille zulegen. Und da ich wirklich mittlerweile... Also zwar nicht blind, aber ziemlich unscharf sehe hin und wieder mal, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, dem Folge zu leisten und habe mir eine wunderhübsche Brille ausgesucht. Jetzt heule ich doch wieder, weil ich eigentlich überhaupt keine Brille haben will. Ich meine, ich habe jetzt ziemlich viele Jahre meines Lebens ohne Brille gelebt und es ist nicht schlimm, eine Brille zu haben. Klar, es gibt bei euch bestimmt unter euch auch einige Brillenträger. Es ist echt nicht schlimm. Aber wenn man noch nie eine hatte und dann auf einmal eine haben muss, dann ist es irgendwie voll doof. Und deswegen wundert euch nicht. Ich glaube, 2 Wochen dauert es jetzt, bis sie fertig sein wird, so ungefähr Anfang August. Aber wundert euch nicht, wenn ich dann in einem Video auf einmal vor euch sitze und eine Brille auf der Nase habe, damit ich überhaupt sehe, was ich Let's Playe, wo ich hinlaufe und wer gerade vor mir steht. Denn vielleicht steht ja irgendwann mal ein Creeper vor mir und ich denke, das ist so voll der Freund oder so. Keine Ahnung. Ja, so, dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid über mein Leid und könnt das mit mir teilen. Ging das denn von euch auch jemandem so, also dass ihr nicht von klein auf so eine Brille hattet, als ihr kleines Kind wart, sondern dann als Erwachsener eine Brille bekommen habt? Und wie war das für euch? Wie lange dauert das auch, bis man sich so an die Brille gewöhnt hat? Wenn man die aufhat, kann ich mir vorstellen, so die ersten Tage wird es echt irgendwie voll strange, wenn man da eine Brille auf der Nase hat.
kann mir da jemand von euch etwas sagen und mir helfen, damit ich nicht ganz so nervös bin, bevor ich die Brille bekomme. Wie lange dauert das, bis man sich daran gewöhnt hat? Und es ist schwer, daran zu denken, weil ich glaube, für mich ist es extra schwer, daran zu denken, jeden Morgen die aufzusetzen, weil ich ja immer alles vergesse. Und dann vergesse ich auch, mir die Brille auf die Nase zu ziehen. Aber wahrscheinlich, wenn ich dann nichts sehe und irgendwie blind durch die Gegend laufe, dann wird es mir vielleicht auch wieder einfallen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das richtig lustig. Das wollte ich euch nur so sagen. Und dass ihr euch nicht wundert, das wird demnächst passieren. So, und ich würde sagen, dass wir heute uns auch gar nicht viel länger damit aufhalten, das normale Video hier zu machen, sondern relativ zeitnah jetzt diesen Teil des Videos, sage ich mal, beenden, damit wir einen anderen Teil des Videos noch hinten dran hängen können, der extra für euch die letzten, ich will nicht lügen, aber lasst es 4 bis 5 Wochen gewesen sein, für euch entstanden ist, viel Arbeit gewesen war und es sind zwar vielleicht nur 4 bis 5 Minuten, aber da steckt so viel Know-how dahinter, das man braucht, um das zu entwickeln, was ich da auch für euch hingelegt habe. Und ich hoffe, ihr wisst das wertzuschätzen. Schreibt mir wieder liebe Kommentare, die lese ich besonders gern, das wisst ihr. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zu einem weiteren Let's Play von... Jetzt habe ich den Namen des Spiels vergessen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis Mittwoch. Bye bye und dranbleiben. Hallo, da bin ich wieder, eure Niki. Und das, was ihr hier gerade sehen könnt, das ist meine Überraschung an euch da draußen. Mein Geschenk an euch. Wir haben es zusammen geschafft. Die 50 Abonnenten-Marke ist geknackt. Und wenn man noch so ein kleiner YouTuber ist, dann freut man sich über jedes kleine Jubiläum. Und die 50 ist einfach so eine wunderschöne Zahl. Und damit ihr immer wisst, warum ich diesen Kanal eigentlich betreibe und was mir das Wichtigste daran ist, habe ich euch das einfach gezeigt. Das seid nämlich ihr da draußen. Ihr, die meine Videos schaut, die meine Videos kommentiert, die mir Tipps und Tricks geben und gerne einmal lächeln möchten oder gute Laune haben möchten, wenn sie meine Videos schauen. Denn das ist es, was ich mit diesem Kanal erreichen will. Ich will ganz viele Menschen ganz, ganz happy machen, dass man einfach 10 Minuten dieses Video schaut und 10 Minuten abschaltet von der Welt und sich ein bisschen freut über die Fehler oder über die dummen Dinge, die ich tue. Das ist meine Hauptintention, warum ich diesen Kanal gestartet habe. Und es freut mich sehr, dass ich schon so viele Menschen begeistern konnte. Und ich hoffe, es werden noch viel, viel, viel mehr. Ja, und aufgrund dessen habe ich euch die Tafel gebaut, die ihr gerade gesehen habt. Die wird für immer jetzt in unserem Minecraft einfach so Projekt auftauchen, denn die steht direkt hinter dem Haus, das wir zusammen gebaut haben. Und dann werde ich jedes Mal, wenn ich auf dieses Haus blicke, die Tafel sehen und mich wieder freuen und mich wieder daran erinnern, warum ich damit angefangen habe, weil ich einfach Menschen glücklich machen möchte. Und aus diesem Grund habe ich euch noch das kleine Feuerwerk mit dazu gebastelt, das mich Wochen und Wochen übrigens gekostet hat, bis ich endlich verstanden habe, wie das mit dem Redstone funktioniert. Deswegen ist es nicht einfach nur irgendein Feuerwerk, sondern es ist
ganz, ganz viel Arbeit, die ihr da seht. Und jede einzelne Rakete steht dafür, dass ich euch wirklich ganz, ganz, ganz doll lieb hab da draußen und hoffe, dass ihr weiterhin viel, viel Spaß mit meinen Videos haben werdet. Und genießt einfach das Feuerwerk. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin vielen, vielen lieben Dank und bye bye.